So, willkommen zurück bei Feuer um Mitternacht. Leider habe ich das 18. Video schon wieder versaut und muss es jetzt erstmal wieder umändern. Das dauert leider seine Zeit, aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Dieser Ort. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Das ist seltsam. Möglicherweise warst du schon mal hier. Ich weiß genau, dass ich hier noch nie war, zumindest erinnere ich mich nicht daran. Das ist er. Dieses Mal kommt er mir nicht. Ich befürchte, das Essen wartest du nicht gut bekommen. Bleib gefällig stehen, ich habe keine Lust, dir dauernd nachzurennen. Was ist? Kannst du nicht sprechen? Was ist los mit dir? Bist du krank? Ich habe Angst. Ich will nicht alleine sein. Bitte hilf mir. Hilf mir. Sehen wir uns doch mal an. Irgendwie sieht er doch aus wie wir. Was? Er ist verschwunden. Gehen wir jetzt endlich weiter? Lass mich mit Sino von Moskitos. Ich habe keine Lust, mich 100 Mal stechen zu lassen. Hey! Konntest den Jungen nicht sehen, habe ich recht. Was? Welchen Jungen? Ist nicht so wichtig. Gehen wir. Was war das? Eine Schlange! Ja, ein Riesenpython hat sich in diesem Haus versteckt. Toll. Warum muss ich dieses Video nebenbei kommen von mir? Ach, ist doch egal. Jedenfalls hat der Riesenpython gerade Laura getötet. Oh Mann. Gut, das Video danach werde ich erst etwas später aufnehmen, weil ihr seht ja, es lackt hier gerade rum. Oh Mann, ey. Aber da ihr seht, wie weit es schon ist. Naja. Naja, jedenfalls kann ich noch normal sprechen. Ist doch auch was Feines. Auch wenn das Spiel sehr langsam läuft. Na komm, stirb, Schlange.
Wunderbar. Riesenpython ist zusammengebrochen. Naja. Das Ganze wäre alles etwas schneller gegangen, wenn dieses Laptop-Teil immer etwas schneller arbeiten würde. Das war aber knapp. Die war ganz schön hartnäckig. Wieso hast du mich eigentlich eben gerade vor dem Biest beschützt? Ich dachte... Kein Kommentar. Es sei dir egal, was mit mir geschieht. Ansonsten hättest du mich vorher alleine gelassen, als du wie ein Irrer davon gerannt bist. Halt endlich deine freche Klappe. Du glaubst doch nicht wirklich, dass Kröte wie dir liegt. Ich habe sowieso keine Verwendung mehr für dich. Hau ab und lass mich endlich allein. Ich hatte zwischendurch mal eine Pause gemacht, denn es hat mir nichts mehr gebracht. So, das Programm ist jetzt durchgelaufen, das heißt, ich kann jetzt wieder weitermachen. Ja, ich werde meinen Timer wieder stellen und weiter geht's. Hör mal, ich kann es doch einmal versuchen. Vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich stärker konzentriere. Nein, vergiss es. Ich muss einen anderen Weg finden, um dorthin hinzugelangen. Und das wäre, der wäre? Hör zu, ich will nicht ganz undankbar sein, Göre. In der Tat besitzt du übermächtige Fähigkeiten. Wenn ich meine Macht wieder habe, werden wir uns garantiert wiedersehen. Bis dahin trennen wir hier unsere Wege. Lass mich wenigstens nach Bali zurückbegleiten. Nein, danke. Ich komme schon zurecht, Kröte. Geh jetzt. Schade, ich habe mich gerade an deinen scharfen Unterton gewöhnt. Ich denke, du wärst ein prima Lehrer. Hör auf. So ein Quatsch zu reden. Verschwinde endlich. Schon gut. Ich bin ja so gut wie weg. Von hier sollte ich den Weg leicht nach Bali zurückfinden. Also, bis später. So eine Göre. Aber irgendwie war sie mir doch ganz sympathisch. Und was jetzt? Die Krähe, los, zeig dich! Krähe? So einen hübschen Namen hat mir noch niemand gegeben. Ich danke dir. Hör auf dich zu verstecken, komm endlich raus. Deine Vorlieben interessieren mich einen Scheiß. Um mich auf deine Ebene herunterzulassen? Nein, danke. Lass gefälligst dein Kompliment und komm zum Wesentlichen. Wenn du dich weiter so fürchterlich aufregst, werde ich dir gar nichts mehr sagen können. Du solltest endlich lernen, deine Gefühle in den Griff zu bekommen. Belehre mich nicht. Sag endlich deinen Text und verschwinde. Ui. So. Ich sehe gerade, dass ich mein Aufnahmeprogramm überhaupt nicht mehr sehe. Da ist es wieder. Nicht ich bin es, der Worte sucht. Du solltest, wolltest antworten? Ich bin hier, um den Weg zu weisen. Mehr nicht. Ich habe keine Lust auf deine Ratespiele. Sag mir gefälligst endlich, was das Ganze soll. Habe ich bereits einmal erzählt, weswegen ich dir die Macht nehmen musste und es wäre es lieber gewesen, hätte ich den Priesterin überlassen? Du solltest dich als einen Neubeginn ansehen, nicht länger als Strafe. Es ist mir gleichgültig, was es ist, wenn du nur endlich zur Sache kommst. Du hast recht, du hast wenig Zeit, du solltest die sinnvoller nutzen, als ein unschuldiges Mädchen zu Schandtaten verführen. Was heißt hier keine Zeit? Was meinst du damit? Dein Leben. Es hängt an einem dünnen Faden, du solltest dir endlich Gedanken darüber machen, wie du es verlängern kannst. Was heißt hier verlängern? Du Miststück hast, Miststück, was hast du mit mir angestellt? Sprich! Nicht ich, du selbst. Wie gesagt, wenn du stirbst, wird dein Gleichgewicht der Natur zerstört. Es sollte also unser beider Anliegen sein, dich zu verhindern. Hm? Zu verhindern? Wie? Geh nach Anis. Dort gibt es jemanden, den du helfen kannst. Ich und helfen? Du spinnst ja! Wie sollte ich welchen Sinn hätte... Der Sinn des Lebens. Also hüte es und tu, was ich dir aufgetragen habe, dann würde nichts geschehen. Anis, meinetwegen. Ich hatte sowieso kein Ziel mehr vor Augen. Die alte Kröte scheint endlich weg zu sein.
Aber auch langsam. Oh, da sind wir wieder. Ich gehe besser den Weg zurück und Richtung Barit. Ich hoffe, dieser Jäger ist nicht mehr dort. Ich möchte ungern seine Bekanntschaft machen. So, wie gesagt, ich habe das Spiel beim Mecha gestartet, für den Fall, dass es ebenfalls zu solchen Bugs kommt. Scheint eine Art Glaskugel mit tollwütiger Substanz zu sein. Kann sicher nützlich sein. Ja, was ist es denn für eine Glaskugel mit tollwütiger Substanz? Aha, damit können wir bestimmt sowas wie Gift benutzen oder so. Also, nur im Kampf.